Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vanquish. Wir haben in der letzten Folge auf diesem Todesberg aufgehört und der Begriff ist tot eigentlich auch ganz gut, denn wir wurden hier auch getötet zuletzt und deswegen müssen wir hier nochmal uns hochkämpfen. By the way, Todesberg hieß bei uns damals in der Kindheit immer dieser eine Berg, wo man Schlitten runtergefahren ist. Ich denk, jeder hatte den in der Kindheit, oder? So einen typischen Berg, der einfach nur hoch war und steil. Die da meinte immer so, oh, wenn du da Schlitten fährst im Winter, dann stirbst du einfach vor der Geschwindigkeit. So steil ist er heutzutage gar nicht mehr aus heutiger Sicht. Aber gut. Das war genauso knapp wie letztes Mal schon. Ich denke, man kann dadurch tatsächlich auch sterben. Also nicht durch den Berg, meine ich jetzt, sondern durch dieses Gebäude, was hier einkracht. Ich meine, gut, wenn man sich dumm anstellt, kann man von jedem Berg sterben, ne? Na gut, stimmt auch wieder. Nee, also, wir werden uns hier nochmal durchkämpfen. Oh, das ist interessant, die Passage hier. Ey! Nicht sein Scheiß ernst. Ich bin gerade ernsthaft durch einen Nahkampf gestorben. Boah, das kann es doch gar keinem erzählen, oder? Kontrollpunkt. Ich wollte keinen Neustart machen. Also das kann es jetzt gar keinem erzählen. Ja. Blablabla, geh da hoch. Genau. Wissen wir inzwischen. So. Und hier nochmal die Sachen raus. Da sind übrigens immer verschiedene Sachen drin. Das finde ich ganz interessant. Ich kann jetzt hier auch vielleicht mal snipen lieber. Wäre vielleicht ein bisschen besser, ne? Leider nicht zu viel Schuss für die Sniper. Aber was für ein Zufall, dass wir noch eine mit hatten, ne? Mr. Burns, du kriegst da gerade ein paar gute Seitenhiebe. So, gut. Das war kein guter Schuss. Oh, dem fällt schon die halbe Hälfte seines Gesichtes. Sogar ein bisschen mehr als die Hälfte. Oh, der ist weg. Ich bin mal gespannt, was uns da oben erwarten wird. Ich rechne ja ein bisschen mit einem Bosskampf. Ich meine, technisch gesehen ist das hier gerade schon fast einer, weil das Teil feuert ja trotzdem ständig auf uns. So, scheint alles frei zu sein. Gut, gehen wir weiter vor. Jetzt kracht das Ganze nochmal ein. So, ich verstecke mich wieder hinter derselben Sache wie seit das 30. Mal schon. So, diesmal gehen wir den Weg hier außen rum. Können wir uns direkt ein Upgrade holen. Schön fürs Sturmgewehr. Und ich glaube tatsächlich, also jetzt wo ich es nochmal gesehen habe... Oh, das war wirklich richtig knapp diesmal. Jetzt, wo ich es gerade gesehen habe, glaube ich tatsächlich wirklich daran, dass diese Verbesserungen immer für die Waffe gelten, die man gerade in der Hand hält. Da bin ich mir inzwischen ziemlich sicher. Wir sind fast tot. Ne, Überhitzung von was? Achso, wahrscheinlich allgemein, ne? Ah, der ist schon gestorben an dem Block. Ach komm, kann das mal nicht so rumbalancieren hier? Ach komm, okay, ist leer, die Sniper. So, einmal weiter vordringen. Bitte? Bitte verpiss dich? Da steht er auf einmal einfach auf mich drauf. Wow. Was ein Typ. Okay, da vorne sind welche. So. Mal nachladen. Ja. Ich bin mal gespannt, ob wir den... Ich meine, haben wir explizit so einen schon mal bekämpft? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Ich meine schon, ne? Ja klar, wir haben so einen besiegt das letzte Mal. Beim letzten Bosskampf war so ein Teil noch mit dabei, sozusagen. Noch so zusätzlich. Ja, das sieht sehr nützlich aus, hast recht. Oh. Was auch nützlich aussehen könnte, ist ein paar Schuss in deren Gesicht. Yo, was? Da kam erstmal ein schönes Fass runtergekullert. So. Der kommt bestimmt jetzt hier gleich rum. Nö, der hat sich einfach wieder anders hingestellt. Wurde von der Seite hier abgeballert, hat aber schnell wieder vergessen. Aber ist gut. Mein Vorteil. So. Wir sind gleich auch oben. Da ist eigentlich nur noch einer am Geschütz. Den müsste ich am besten ausschalten noch. So, jetzt gehen wir einfach rein. Oh, nein! Bitte nicht verkloppen. 4 gegen 1 ist auch unfair, nicht wahr? Auch wenn der eine eine Laserwaffe hat. Oh, wie die sich immer noch versuchen wegzusprengen. Das ist richtig fies. Dann die One-Shotten einen nämlich, wenn die sich wegsprengen. Das ist richtig unfair. Okay. Dafür habt ihr keine Zeit. Stopft ihm das Ding in den Hals. Okay, ich aktiviere den Motor und überlasse Elena den Rest. Na dann. Einmal rein da. Oh, bitte sag... Kannst du das Ding fernsteuern? Ich darf es bestimmt nicht steuern, oder? Negativ. Das Störsignal ist verschlüsselt. Mist. Dann muss ich's wohl machen. Sam, was hast du vor? Sieh zu und lerne. Oh mein Gott. Bitte sag mir, ich darf das Ding steuern.
Scheint nicht so zu sein, ne? Schade. Das finde ich ein bisschen verworfenes Potenzial. Alle kleinen Raumschiffkämpfe, die man hier hätte machen können schon, sind alles Cutscenes. Es wäre cool gewesen, wenn man das einfach selber steuern könnte. Das ist ein bisschen verschwendetes Potenzial. Langsam kriege ich Übungen aus Transportern fallen. Findest du nicht? Wohl eher irgendwie ein Arschloch aussehen. Okay, das fand ich sogar ziemlich lustig, wie er das rübergebracht hat. Wohl eher wie ein bisschen wie ein Arschloch aussehen. Naja. Ja, zwei Tode, das lässt man sich nicht gern anmerken, aber ist jetzt passiert. Ignorieren wir einfach. Und direkt Deckung nehmen. Nicht für mich. Ja, habe ich das Bein weggeschossen. Der hatte irgendwas auf dem Rücken gerade. Alter, ist das eine Riesenfestung. Schau dich diese Kanonen an. Erstmal müssen wir ein bisschen abwehren, bevor ich da jetzt weiter nach vorne dringe. Ah, los. Ah, guck mal, ich muss ihm nur auf die Waffe schießen, dann nimmt er auch schon Schaden. Das ist kein gutes Feature, was sie da integriert haben, die Bots. Ja, ihr sterbt übrigens auch, wenn eure Waffe beschädigt ist. Lässt irgendwer seine Waffe fallen, ein anderer schießt einfach nur drauf und der stirbt, der Roboter. Ist jetzt nicht so nützlich. Warte mal. Ach, so ein Scheiß ist hier nur drin. Buh! Keiner mag die Sägeblätterpistole, oder? Ich finde die ziemlich schrecklich. Scheiße, ich bin überhitzt. Nein. Geh doch weiter. Wie wir uns hier so lang geschlichen haben, währenddessen wir fast tot sind. Hier kann ich leider nicht reingehen in den Container. Ich denke, darunter können wir auch nicht. Okay, wo kommen wir hoch? Wahrscheinlich müssen wir erstmal abwehren hier, ne? Bevor ich hier irgendwas mache. Ey. So nicht. Nur so nicht, Kollege. Okay, haben wir das? Noch ein bisschen Munition mit der Waffe, weil, ja. Oh, warte, hier ist auch noch ein Sturmgewehr. Das ist auch gut. Oh, welche? Da drüben. Oh, nö. Hätte ich jetzt. Genau jetzt, oder was? Aber der ist ja schon gleich tot. Der hält ja gar nichts aus. Was ist das für ein Loser? Ha? Habt ihr den gesehen? Wow. Oh, da kommt noch einer. Ich hätte nichts sagen sollen, oder? Habt ihr gesehen, wie der keinen Schaden genommen hat am Anfang? Das ist ja fies. So, na. Komm, einmal ausweichen, bitte. Boah, wie schön man ihm das ins Gesicht blasten kann. Das ist schon ganz geil. Ich finde, der Laser sieht in der Slow-Mo auch richtig cool aus, weil er so kleine Mini-Partikel hat, die da sich so ein bisschen in der Luft verbreiten. Finde ich ganz hübsch. So, wo... Da hat sich doch jetzt die Ladeluke geöffnet. Hätte ich da reinlaufen... Achso, da ist ja noch einer. Sorry, hab dich nicht bemerkt. Einmal Laser, bitte. Ich laser dem nur ein Tattoo weg, okay? Aber welcher Vollidiot lässt sich auch einen Homer tätowieren, der gerade... Weiß ich nicht. Einen Smoothie trinkt. Okay. Och nee, ein neuer Gegner. Was ist das für ein Skorpion? Ja, das frage ich mich auch gerade. Würde ich auch gerne eine Antwort drauf haben, aber noch habe ich sie nicht bekommen. Der sieht ein bisschen aus wie... Es gab damals diese... Oh, wie hießen die? Es gab damals so diese Lego-Sets. Oh, ich habe den Namen nicht im Kopf. Lego Chronicles? Nee, das war es, glaube ich, nicht, oder? Wie hießen die? Oh, nee, komm. Verpiese dich. Bitte. Jetzt einmal schön... Wie nützlich, dass es markiert ist, wo ich hinschießen muss. Wahrscheinlich, weil der Gegner neu ist, oder? Das war dumm. Ich hätte erstmal aufladen sollen. Aber... Aua, aua, aua. Komm schon. Bitte sag nicht, der schießt vor uns. Ich habe das Gefühl, ich mache dem null Schaden. Schnell. Eine Granate rein. Das macht sicherlich Spaß. Und wir können endlich mal wieder ein Stückchen flüchten mit dem Ding. So. Oh, der Laser ist aber, glaube ich, ziemlich effektiv gegen den.
gegen den Skorpion. Komm mir doch nicht so entgegengestürmt. Was soll denn das? Oh, der ist aber ziemlich cool designt, muss ich sagen. Macht doch coole Sounds. Uiuiui. Mögen tue ich den trotzdem nicht. Falls das den Anschein gemacht haben soll. So. Vor ins Gesicht. Und er ist tot. Tja, Pech gehabt. Ja, es lief doch eigentlich ganz gut. Oh, sag mir nicht, da kommt jetzt noch ein zweiter. Dann reicht's mir. Ne, gar keiner kommt da. Sehr gut. Wir werden noch ein bisschen Munition aufsammeln. Kein Sturmgewehr mehr hier, oder? Nee. Warte, wir müssen eh gerade auf Burns warten. Ich schaue mich nochmal um. Nee. Hier ist keins mehr. Schade eigentlich, ne? Aber hier ist gerade einer gestorben. Vielleicht hat er eins gedroppt. Nö. Die Flinte, die sehe ich immer noch als Beleidigung an mich selbst. Und dann wollen wir mal hochfahren, ne? Muss ich noch was drücken? Burns? Okay. Ich wollte schon gerade sagen, bin ich irgendwie, keine Ahnung, ist da irgendwas kaputt, weil Burns hockt da so komisch. Ich hoffe, er kann sich noch anhalten. Ich glaube, hier kommt keine Toilette. Ganz toll. Wir haben sogar fliegende Karusselle. Willst du eine Runde mitfahren? Das ist der Störsender. Ich hab's mir kurz angeguckt. Bei dem Ding ist mit Standardfeuer nicht viel auszurichten. Scheiße. Ich mag es auch, dass er seine Zigaretten immer nur so zum Viertel raucht. Keine Verstärkung. Bravo, zielt auf den roten Kern. Schießt, bis euch die Munition ausgeht. Die Zigarettenindustrie profitiert von dem Typen wirklich sehr. Ich kann mir sogar vorstellen, dass sie die kleinen Zigarettenstümmel, weil, wie gesagt, der raucht ja nicht viel davon, dass sie den wieder, die ganzen Stücken wieder aufsammeln und den Tabak da wieder rausholen. Kleine Story am Rande. Bei uns in der Stadt, da gab es damals so einen typischen, ich glaube, den haben sie immer den Stümmelraucher genannt oder so. Der, wilde Stories wieder aus meiner Heimatstadt. Der hat damals immer Zigaretten angefangene, beziehungsweise eigentlich schon fertig gerauchte Zigaretten, die halt irgendwo auf dem Boden lagen, hat er die halt immer aufgesammelt und daran noch irgendwie ein, zwei Mal gezogen, bis sie dann wirklich leer war. Das war immer sehr hygienisch bestimmt. Kann ich mir nur vorstellen. Oh, warte. Turbomaschinengewehr nehme ich gern mit. Also ja, das war ziemlich eklig. Ja, natürlich muss man aber auch drüber nachdenken, warum macht er das, ne? Natürlich macht er das, weil der wahrscheinlich kein Geld für Zigaretten hat, aber trotzdem abhängig von Nikotin ist, ne? Das ist natürlich schon traurig, die ganze Situation. Aber ich fand es damals halt auch lustig und eklig zugleich noch. Allein schon den Stümmelraucher. Dieser Name. Ah, wir haben eh so einige komische Leute in dieser Stadt. Das ist krass. Wir hatten damals auch immer so einen, der hat mit Schaufenstern geredet. Nicht mit Schaufensterpuppen, sondern einfach mit Schaufenstern. Der hat sich immer da vorgestellt und sich dann gebeugt. Immer so, als wenn er so einen netten Gruß macht. Immer so, hallo. Und dann hat er mit denen immer geredet, irgendwie mit seiner Spiegelung oder so. Das war irgendwie so ein 60-Jähriger oder so. Und dann gab es damals immer einen, der ist aber inzwischen auch schon tot, also schon seit längerer Zeit. Der hat immer denselben Witz erzählt, wenn man den gesehen hat. Immer denselben. Ja, das war auch immer so eine Sache. Der wurde dann irgendwann mal tot im Wasser aufgefunden. Also das war eine ganz komische Situation. Ja. Gibt schon Leute, ne? Kann man immer gar nicht glauben, was es so für Leute gibt. Wo muss ich hin? Hier hin, oder? Schon die Luke aufmachen. Ist immer nichts. Ach da! Achso, nee, ist ja doch. Ich hab gedacht, was? Wo, warte mal, ich brauche eine Schwachstelle erstmal. Wir nehmen jetzt mal. Das Teil kann ich leider nicht unbedingt drehen. Aua! Gut, dass sie nicht sofort tötet. Oh, die halten aber. Weh eigentlich. Das ist nur unangenehm. Ja, die Teile sind schon nicht ganz ohne, ne? Aber die gehen eigentlich ziemlich schnell kaputt, tatsächlich. Ich habe gedacht, die halten ein bisschen mehr aus als das. Da war ich einfach zu sehr in meinem Gespräch vertieft gerade, zu den komischen Leuten in dieser Stadt, dass ich einfach übersehen habe, dass ich die Kanonen ausschalten muss. Passiert mal. So, die sind weg.
Die einzige Frage, die ich mir jetzt noch stelle, wie schalten wir die da oben ab? Ah, okay, hier wurden erstmal neue Leute rangeliefert, das gefällt mir. Ah, da kann ich auch reinschießen, okay. Ja, hält auch nicht zu viel aus. Sehr angenehm. Ja, wahrscheinlich so eine Linse einfach, die diesen Laser formt. Desto dünner ein Laserstrahl ist, desto besser ist der ja auch, also desto durchschlagskräftiger. So. Okay. Ich hab doch... Oh, nee, jetzt kommt ja noch... Ah ja, die Droidicast. Die habe ich komplett vergessen, dass die auch noch existieren. Also, die heißen sicherlich hier nicht so, aber ich nenne sie trotzdem so, weil die haben genau dieselben Features wie Droidicast. Gut, die haben das Schild nicht außenrum. Oh, warte, ich helfe dir kurz. Andere Kollegen helfen ihm aber auch nicht, ne? Alles Egoisten. Alles Egoisten. So. Oh, die kommen hier schon durch. Es sind aber so einige gerade, die da rauskamen. Auf irgendwas müssen wir noch schießen können. Konzentriert euer Feuer auf eine Schwachstelle. Auf was denn jetzt noch? Ich habe gedacht, die Gegner jetzt einfach nur. Ach, da, ach so, das Ding ist noch nicht kaputt. Das ist ja nett. Guck mal, in der Luft. Lass mich erstmal um die Gegner hier kümmern. Das ist mir sonst nichts. Ah, das Ding ist wahrscheinlich repariert worden. Ah, nee, ich glaube, das hat zwei Seiten. Beziehungsweise, das dreht sich ja einmal immer. Interessant. Noch ganz leicht Schaden. Okay. Komm, wir helfen dem mal. Weil keiner hilft dem wieder. Wie gesagt, ich glaube, meine ganzen Leute, die hier mit uns unterwegs sind, sind alles Egoisten. Ja. Ich habe hier noch jemanden hochhelfen sehen. Nur ich bin das immer. Wo ist mein Orden? So, komm, das Ding ist gleich kaputt. Let's go. Ja, natürlich. Das ist aber gerade auch ein krasser Kampf, ne? Die hört auch nicht auf. Ich werde gleich kommen auch nochmal diese Skorpion-Leute. Ich sag's euch, wie es ist. Wird gleich eh passieren. Oh, der liegt gerade auf dem Boden. Tja, kurz ausgerutscht. Hat da jemand seine Bananenschale liegen lassen? Könnte gut sein. Einmal reinlasern. Wie gesagt, diesen Laser finde ich bisher immer noch so geil. Aber was mir mal aufgefallen ist, wenn man diesen Laser nutzt, dann geht allgemein die Energieleiste leer. Das heißt, man kann dann auch nicht mehr rumsliden für eine Zeit. Das finde ich tatsächlich dann doch wieder... das ist fast schon wieder ein No-Go, das Ding mitzunehmen eigentlich. Aber so Präzision und so ist eigentlich echt sehr stark mit dem Ding. Und dass es natürlich so gesehen unendlich Munition hat, weil sie sich immer wieder auflädt. Das ist natürlich klar. Dass das ein Vorteil ist, brauche ich niemandem sagen. Oh, da ist die nächste. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ey, was soll das denn jetzt? Was soll das denn jetzt? Was sind das für Geschütze? Oh, die gehen aber sehr, sehr schnell kaputt. Das ist ja ein Witz. Wer hat die denn entworfen? Sind die aus Pappmaché? Wow. So, das Ding sollte gleich Schrott sein. Let's go. Jetzt sollten sie langsam wohl nicht mehr so viele haben, oder? Ah, guck mal. Weg ist das Ding. Sehr schön. Abgeschlossen. Sturm auf Grand Hill. Also nicht der Todesberg, sondern Grand Hill. Naja, gut. Gebe ich mich mit zufrieden mit dem Namen. Und keinen einzigen Tod. Das lässt sich doch sehen, oder? Neue taktische Herausforderung verfügbar. Okay. Das Signal wird nicht mehr gestört. Gute Arbeit. Also gut, bringen wir diese Transporter runter und dann auf zum Zentralgebäude. Alles klar, Burns. Machen wir das so. Schade um deine Karussellfahrt, Junge. Keine Sorge, ich bin eh nicht so ein Achterbahntyp. Ich mag das nicht, wenn das schnell im Kreis dreht. Da wird mir schlecht. Oh. Warum haben Sie uns angegriffen? Wir wollten bei dieser Sache kooperieren. Ich bin kein Narr.
Kooperation ist gegenseitiges Ausnutzen. Ich habe lediglich den ersten Schritt getan. Was soll das heißen? Das soll heißen, dass unsere Kooperation von kürzerer Dauer ist als geplant. Es wird Zeit für den Abschied. Wir sprechen uns wieder nach Ihrer Kapitulation. Zur Hölle mit Ihnen! Ich mochte das übrigens nicht, wie er sich in seinen Kopflöchern rumgefummelt hat. Das war nicht angenehm. Oh, wie cool, wir können mitfliegen! Mein Fahrzeug voraus! Wenn wir die Mission gefährden, sind wir geliefert. Es bleibt noch Zeit, ehe ihr entdeckt werdet. In dem Ding kämpfen wir nicht. Ich gebe den Befehl zu landen. Okay. Das war eine kurze Fahrt. Naja, wenigstens durfte ich mich mal ein bisschen umschauen beim Fahren. Oder beim Fliegen ja eher. Von hier aus geht's zu Fuß weiter. Elena, wie sieht's auf der Straße aus? Ihr werdet zwar auffallen, aber eure beste Chance ist der Highway. Alles klar. Bravo, wir gehen raus. Junge, hat das mal jemand nachgezählt, wie viele Zigaretten der anfängt zu rauchen? Ja, nimmst du nicht mit? Da draußen ist ein MSOB-2-Feuertrupp. Dem werden wir uns anschließen. Red Maven 1. Hier Bravo 6 Zentrale. Ich bin bei Feldkoordinate F28. Wie sieht's bei eurer Position aus? Wir haben starken Widerstand. Wir halten uns bei der Hauptklappe fest. Verstanden, Red Maven 1. Bravo ist unterwegs. Durchhalten. Das werden wir, Bravo 6. Alles klar. Boah, wir sind in einem voll coolen Gebiet angekommen, oder? Also die Gebiete finde ich eh schon richtig cool designt und... Oh, warte mal. Boing. Es sieht cool aus mit den ganzen Werbeflächen hier. Das ist so richtig das Wohnviertel, wo wir jetzt angekommen sind. So ein bisschen die Stadt, die Innenstadt vielleicht. Bisschen die Einkaufsstraßen. Das kann ganz interessant werden. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, die schauen wir uns in der nächsten Folge erst an. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt Vanquish. Habt noch einen wunderschönen Over-the-Top-Tag. Lasst eine Bewertung da. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann. Bye, bye.